So, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Zero. Im letzten Part den Boss gemacht und ich hasse ihn und ich mag die Steuerung nicht. Ist zwar ein tolles Gamepad, aber ich finde sie für das Spiel zumindest total, scheiße. Yo. Ja, Mann, ist doch gut. Lass mich in Ruhe. Mann, nur ich wollte los so machen, aber der Raum mochte mich nicht. So, dann kümmern wir uns um die nächste Mission. Yo, hau rein. Hau rein. Ah, wähle Option. Prozessdaten, was nun? Speichern. 2. Was tun? Mission. Zwischen Zug, Bruchlandung, Daten beschaffen. Das Level ist kacke. Das geht? Das ist beschissen. Ich glaube, Bruchlandung war was ganz Gutes. War das in der Wüste? Wir haben ein feindliches Flugzeug gehackt und sind damit geflohen. Er ist auf Zug in der Wüste. Ja, das ist die Wüste. Das ist das, was ich abmachen möchte. Die Mission ist auch relativ bescheiden, wenn ich das mal sagen darf, aber ich werde mir Mühe geben. Nein. Das Flugzeug, ja, womit? Oh, die Vögel sind, ist hier. Irgendwo. Nein, beweg dich! Wow, du darfst keine, ich drücke mal den falschen Knopf, Zeit verlieren. Viel Glück. Danke, so. Jetzt haben wir das auch hinter uns. Bam, so. Oh fuck. Oh, was soll. Wow, ich sollte aufpassen und mehr auf dem Screen achten. Ja, komm her, Hühnchen. Cyberhelferhalten. Ich hätte meine ausrüsten sollen. Noch eine Cyberhelferhalten. Sehr schön. So, nicht versauen, weil hier kann man sich was Schönes holen. Nämlich eine Cyberhelfe. Frage ist jetzt, wo kann ich runter? ich muss kurz gucken, ich glaube, hier in der Mitte war was. Ha, hier kann ich stehen. Ja, super. Nein, das war der falsche Knopf. Cyberhelfe. So. Nein! Oh! Scheiß Fallen. Oh, du scheiß Vogel, komm her, Mann, ich zerrupp ich. Oh, nice. Wow. Das Spiel ist auf jeden Fall nicht ohne. Ah, komm her. Bams. So geköpft. Boah, komm her, du Scheißvogel. Diese Vögel sind wirklich das Schlimmste mitunter. Einfach weil sie aus dem Nichts auftreten, weil sie halt über einen Scream sind und dann stürzen sich auf dich und mein Headset ist mir gerade arg im Weg. So. Puh, dann geben wir mal unser Bestes, ne? Das ist auch nicht viel zu melden, mein kleiner Freund. So. Wow. Achso, er macht es immer kleiner und größer. So. So, das war schon mal dazu. So. Oh, diese dämlichen Fußfallen, ey. Rams. Und Vogel. Nein? Okay, ich glaube, jetzt kommt schon der Boss. Ja. Ich bin Anubis Necromantis, der Dritte. Ich arbeite für Fafnir, einem der vier Beschützer. Ich bin der König der Zerstörung und Herrscher dieser Wüste. Die Poliz, die du suchst, sind tief in dieser Wüste. Wenn du sie retten willst, musst du mich besiegen. Oh Gott! Ja, der ist doof. Ich mag ihn nicht. Nein, super. Oh. Ja.
Ja. Ja, ist doch gut. Hallo? Alter. Ja. Ja, nee. Ja, nö. Ist klar. Genau. Sie hält mich dauernd fest. Oh, mit dieser Steuerung kann man nicht gut intuitiv spielen. Ohne Witz. Bah. Ja, bla 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 bla. Ich hab einen tollen Kinnbart, Mann. Ich bin aus System aus der Down, Mann. Nennt mich Zolltankern. Ziegenbartmeister auf Doom. Ja, genau. Was zur... Jo. Mann, die halten mich sogar auf, wenn ich so verwundbar bin. Ja. Oh. Mann, ja, genau. Oh, ich bin sowas von gearscht, ey. Genau, ich konnte auch so viel machen. Boah, was ist denn das für eine ekelhafte Mistsau? Bah, ist ja kacke. Ey, was habe ich mit dem Spiel nur einge... Ey. Bah. Double Gamepad wird wenigstens was, aber das ist ja... So, wenn ich so mache, ist alles okay. Oh Mann, komm, warum drehst du dich dann um? Genau. Ich muss dann arbeiten, ihn immer aufzuhalten, meine Fresse. Ich hätte jetzt mal den Elektrochip ausrüsten sollen, ich weiß ja nicht. Genau. Oh, er ist tot. Schön. Ah, nach zwei Continues. Geil, jetzt muss ich aber sowas von aufpassen. Ich sehe schon, das Spiel wird definitiv mit Safe States. Ja, komm her. Dankeschön. Cyberverhalten. Wundervoll. Wundervoll. So. La, 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 la. Hey, alles in Ordnung. Mir geht's gut. Bist du rein? Vielen Dank. Kannst du gehen? Ja. Ich bringe dich zur Basis zurück. Folge Mische. Gott sei Dank. Es gibt Überlebende. Vielen Dank, Sibo. Ich kann ihn behandeln. Bring ihn bitte zum Treffpunkt. Ja, komm mit. Jetzt habe ich auf ganz viele Vögel aufpassen und andere geschmeißt. So. Das war eine Scheißrunde, ey. Oh Mann, eventuell werde ich es nochmal ausgehen, dass ich den Nachspiel versuche, ohne Continues zu verbraten. Mal sehen! Boah. Nein! Oh, ja, genau. Komm her, du. Komm her. Aua. Ja. Ja. Hol mich an! Ja, super. Ja, ich bin schon dabei, dir zu helfen, du Sack. Lass mich in Ruhe. Boah, komm her, du scheiß Braten, ey. Aber ja, ich spiel wieder. Wundervolle Schüsse. Tschüss. Kein bisschen nervig. Nein. Was macht ihr so? Ich tue nicht viel. So, klar. Oh, warte, oh, komm schon. Ich kann dich doch schon riechen, du. Du Scheißvieh! Ja, Mann, halt die Gusche. Richtig, Alter. Oh, ja, Mann. Boah, stelle ich mich gerade scheiße dabei an. Meine Herren. So. Ja, du kannst auch gar nicht gerade so aus dem Nichts. Alter, Shadow Falke auf Doom.
So, ich hab's geschafft. Zack, kannst mal sehen hier. Skill FTV. Ich muss in seiner Nähe bleiben, deswegen kann ich nicht vorwaschen und die alle töten. Komm her, du Vogel, dich eliminiere ich. Ja, Mann. Nerviges Federvieh. Ja, gut, du bleibst mal leben. Ich bin heute mal so gnädig. Ich als Gott. Oh, ich krepiere noch fast. Ja, bleib liegen. Oh. Gut, das war wird jetzt bestimmt eine sau schlechte Wertung, aber hey. Hi. Gott sei Dank, ich bin gerettet. Ja, ich habe ihn gerettet. Wir müssen ihn behandeln. Jetzt nehmen wir den Ekelhaften weg. Nerviger Vollpfosten. Wozu rette ich ihn überhaupt? So konnten wir ihn retten. Danke, Zero. Ja, wunderschön. Yay, Idee, noch schlechter. Super. Ein weiterer Kamerad wurde dank dir gerettet. Wenn wir diese Aufzeichnung glaube ich schenken können, dann fallen einen großen Angriff auf unsere Basis. Wir werden dabei wieder deine Hilfe brauchen. Und in der Schätzung, kriege ich jetzt auch irgendwas dafür? Wow, danke, wirklich. Ich fühle mich geehrt, dass ich was erhalten habe. Kriege ich jetzt was? Bestimmt nicht. Mal sehen. Na? Schön. Danke für diesen tollen Rat. Ich werde ihn beherzigen. Boah, wer bist du, ey? Wow. Jo, Fettsack, danke. Fick dich, ey. Was gibt's jetzt hier? Wahrscheinlich ohne Cyber-Elf oder so. Ich hätte nie gesagt, achso, ich weiß, was. Achso, für eine Cyber-Elfe. Cyber-Elfe ist auch so eine Sache. Ob sich das gelohnt hat, die 52 Ekasale dafür auszugeben. Na, was soll's. Ich glaube, sonst werden sie nicht gebrauchen können, von daher. Gut, dann kommen wir ein bisschen in die Basis. Wo bist du? Ich bin Altmann Gandalf! Was? Kissen ein Warenhaus und Haufen und höre ich einen Song durch die dunkle Nacht dauertreiben und schaute hinauf und sah eine wunderschöne Frau mit langen Haaren. Sang vor die Menschenmenge, die sich im Hafen versammelte. Ich war von ihrer Stimme wie verzaubert und meine Gedanken waren wie betäubt, als sie ist. Wir waren viel Zeit, reden viel und dann haben wir uns verliebt und finden an zusammenzuleben und dann ist sie gestorben. Und nein, erzähl nur. Wolltest du weitererzählen? Na gut. Wobei ich auch, ja, wir zogen zusammen, oder? Ich mach mal weiter. Mit der Zeit wurden sie immer älter und älter, während ich mich nicht veränderte. Sie schämte sich für ihr Äußeres und begann mich zu ignorieren. So fragte ich sie, ob sie mich modifizieren könnte, damit ich wie eine Frau aus... Ach, wie meine Frau aussieht. Ja, bärtige Lady! Sie starb kurz darauf, aber meine Erinnerungen an sie werden sie von meinem Speicherstück gelöscht sein. Danke für deine Geduld und dass du mir zugehört hast. Du wirst meine Geschichte nicht. Lass es dir eine Lehre sein. Cyberhelfer ein. Ah, für sowas gibt man Cyberhelfen. Gute Zeit. Yo, alte Leute, ich höre euch gerne zu. Oh ja, dann nicht die alten Säcke, ey. Verreckt doch. So. Nachdem nun diese Tagesordnung von alten Männern erledigt ist, weiß ich nicht, was gibt es sonst noch zu tun. Mit der Zeit retten wir auch wahrscheinlich immer wieder mehr und dann kriegen wir wieder ganz viele tolle Sachen. Und unser Haar flackert im Wind. Da 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 da. Wir singen dir die Zero-Sphäre-Tank für Dr. Steels Rettung. Nebenbei, weißt du, wie man einen Transfer benutzt? Ja. Oh, tschüss. Ich hätte gerne ein paar Heilelfen, wenn es geht. Was? Out and then Download Elfe. Hilf bei Heilung. Gib ein bisschen Vitalität. Im Notfall Subtank werden. Sie ist nicht gewachsen. Okay, Klettern erleichtert, ist nicht gewachsen. Rettet vor Gruben, hilft aus allen Gruben. Ah! Na, das ist doch interessant. So, ich würde mal gerne noch zu einem Ort gehen. Untergrundlabor, Abwehranlage. Gehen wir mal Untergrundlabor, ne? So. Was gibt's denn hier so? Ein Raum voll nichts. Das ist doch schon interessant. Da 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 da. Hoppa! Jo. Jedenfalls gibt's hier was Blödes. Ja komm, was willst du? Ja, Mann, leck mich.
Auch hier kann man seine Leben verlieren, also Vorsicht, Freunde. Vor allem, die halten jetzt zwei Hebe raus, also, jo. Ob sich das lohnt, man weiß es nicht. Lohnt sich das überhaupt? Okay, ich kann eh Kristalle sammeln, aber sonst. Man könnte Waffen leveln, das wäre sowieso tun. Das war immer schon in der Abwehranlage. Wow, wer bist denn du denn? So. Oh, keine Chance. Bams. So. Bams. Yo. Hier gibt's überhaupt noch was? So. Mann, was ist das denn für... Ich frag mich nach. Ja, gibt's hier noch was? Cyberelfe! Ah, Cyberelfen am laufenden Band, ist doch schön. So, der Part ist jetzt bestimmt schon viel länger, aber was soll's, ich kann irgendwie ganz hochladen. Ich werde zwar nicht versuchen, jetzt immer mit Artis so lange zu machen, aber manchmal dann... Parts speichern dauert schon länger, von daher. Aua, verdammt. Nein! Sie wollten mich töten, eiskalt. Ihr habt's genau gesehen, Freunde. Es war Notwehr. So. Außerdem hat der Bass, der Saber noch nicht sein volles Level, das heißt hier ein bisschen sammeln und so. Schadet ja sowieso nicht, von daher. Mal sehen, ob ich noch nebenbei immer den Buster, Buster schon Saber ein bisschen level. Mal sehen. Mal sehen. Und ein bisschen mit der Steuerung klarkomme. Wenn ich bestimmt gepennt habe, werde ich mich alles verlieren und mich total scheiße anstehen. Aber sind wir von mir gewohnt. So. Yay. Ist das schon dazu gewesen? So, weiß es eine neue Heilfee? Nö. Boah, wir Zeit verlängern. Was? Betäubt manche Gegner, Gegner werden betäubt. Viel mehr Zeit. Gegner verliert ein Item. Gegner zu Metall. Achso, Metall, also E-Kristalle sind die Werbung. Werbung. Währung. Hacker, Tiere, Ärzte, das ist schön. Nein. Nicht verhoben. Und hier kann man halt diese ganzen Elfen dann halt so gesehen mit füttern, also man halt E-Kristalle sammelt und ja. Basis. So, mal sehen. Ich würde sagen, das würde auch als zügiger Part reichen. Kann das sein? Hier hin? Yo! Freunde, ich glaube, das reicht. Ja, bis über Zeit leben, was soll's. Das war's mit Mega Man Zero für heute. Wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao!